So, ich glaube, der Stream läuft wieder. Ja, er läuft wieder. Okay, gut, welcome back zum zweiten Teil. Das Spiel ist wieder abgestürzt, so wie gestern. Es hat wieder Ladebildschirm gehabt und dann kam plötzlich keine Musik. Wie jetzt. Also jetzt läuft Musik, aber genauso war vorhin das Bild. Und dann ging es einfach nicht weiter. Und, ja. Wieder Spiel abgestürzt. Wir werden jetzt hier noch für eine dreiviertel Stunde noch ein bisschen zocken. Bisschen weniger, bisschen mehr. Je nachdem. Das ist jetzt ärgerlich. Warum muss es immer so komisch backen? Vor allem Nuka World ist irgendwie nicht ganz so stabil, wie es aussieht. Weil wir haben jetzt zweimal schon einen Spielabsturz gehabt hier auf der Map. Irgendwas buggt herum. Let's go, komm. Bitte lass mich in Ruhe. Ich gebe mein Bestes, okay? Hey, wenn du meine Aushilfe erschießt, musst du den Besen schwingen. Verstanden, du harter Kerl? Ich mach doch nur Spaß, Oma. Ich halte den Jungen auf Trab. Mir ist es sowas von scheißegal, wie viele Raider ihr seid. In meiner Bar gelten meine Regeln. Na klar haben wir Knarren, aber Messer sind interessanter. Es macht erst Spaß, wenn man ganz nah dran ist. Die Händler tun mir leid. Müssen immer diese. Okay, ich rede nochmal mit dir. Arbeiten, hart feiern. So machen's die Raider. Also, was trinkst du? Was hast du vorrätig? Ich hab jeden Schnaps, den diese Raute. Jetzt können wir es noch zu Ende hören. Von feinen Spirituosen bis zu Fusel, der dir ein Loch in den Bauch brennt. Okay. Ich will gerade nichts. Also gut. Das verdammte Nuka-Cola-Lied wieder im Kopf. Wo ist Viktor? Ich weiß, dass ihr irgendwas. Brappleton, Massachusetts war eine im Jahr 2060 erbaute kleine Stadt, in der hunderte Mitarbeiter wohnen konnten, die ihren Arbeitsweg zu Nuka World verkürzen wollten. Ah, was? Okay, für die Bewohner des Commonwealth ist die Vorstellung, dass ein Bekannter durch einen Sümpf des Instituts ersetzt werden könnte, eine sehr reale Bedrohung. Das kommt erst jetzt, dieser Tipp. Was? Was? Es gibt Sims? Was ist das? Supermutanten sind stärker und widerstandsfähiger als Menschen, außerdem halten sie sich für die überlegene Spezies im Commonwealth. Einfach weil sie mehr aushalten. Let's go. Oh yay, heute ist übelst on point. Danke, Spiel. Okay, jetzt sind wir wieder hier, oh Mann. Bis wir uns dann wirklich auskennen im ganzen Gebiet, dauert's ein bisschen. Ah, Nuka-Cola Dark ist einfach eine dunkle Flasche, okay. Grape? Ist das? Faultier-Spielzeug. Okay. Geil. Ich mach mal ein Save-State.
So. Dann hier ist ein Büro. Hier ist die Bar. Es ist langweilig, seit Nisha uns im Teams gestellt. Mann, ich hab echt das große Zittern. Kann seit Tagen nicht schlafen. Du hast so viel Jet genascht. Hol dir was von dem neuen Calmax-Zeug, das Maddox gebraut hat. Das macht dich wieder klar. Tut mir leid, wenn ich eben für den Anfang ein bisschen herumirre und nicht weiß, wo durchgehen und alles. Du? Manchmal frage ich mich echt, wie high waren die wohl, als die das hier gebaut haben? Ich habe nie verstanden, was True, einfach. Schon die Roboter. Hatte doch mehr braucht man nicht. Ey, der Typ gefällt mir. Er redet mir aus der Seele einfach. Weil das dachte ich mir auch schon so. What? Auch die Entwickler, was hatten die? Das ist leer. Au. Okay. Wieder Grape. Ja, gehen wir. Damit, falsche Tür. Die Unternehmer zu verstehen ist gar nicht schwer. Wir wissen, wie man lehrt. Bei den anderen Banden ist hier das Sterbe. Nice. Ich muss wirklich die Mülleimer am meisten anschauen, weil die geben uns am meisten. Hotdog Tablet. The Parlor. Overboss, machst du wieder Ärger? Also so wie ich es jetzt verstanden habe, der Overboss ist der Boss von allen Clan-Chefs. Es ist aber nicht verboten, also auch so mit der Boss von allen anderen Leuten. Dass das überhaupt möglich ist, zwischen diesen ganzen Raidern so einen Gemeinschaftsboss zu machen. Oh. Okay. Rudel und Jünger. Alles verkleidete Amateure. Rumflasche. Ah, das Blaue sind die ganze Zeit Ticketbündel. Ah. Das habe ich schon vorhin auf dem Tisch gesehen und dachte, es wäre ein Bug. Okay. Wir müssen die ganze Zeit Augen offen behalten wegen, ja, wegen wir so blaue Tickets. Hallo! Du kannst reingehen, Overboss. Wir konnten jetzt einfach diesen ganzen Stadtviertel. Es wird wahrscheinlich hier in den nächsten Tagen, Wochen so sein, dass wir Gebiet für Gebiet fertig machen und dann halt dann noch das Restliche holen. Unser neuer Overboss ist also ein Waldbewohner. Oder hat einen umgelegt. Du kannst gehen. Ist es von den Plünderer? Das könnte sein, dass das die Plünderer sind. Ja, also nein, die Unternehmer, sorry. Aber ist gar kein Typ. Okay. Suchst du nach dem Boss? Das ist Max. Sie? Suchst du nach dem Boss? Das ist Max. Okay. Schon wieder alleine geschrieben. Ist auch nicht so nice, jeden Kühlschrank so offen zu lassen. Wir machen wieder zu. Ja. Ganz einfach. dann haben wir hier noch irgendwo ein Flaschen? Ich glaube nicht. Ey, oh Nico, was geht? Geht's dir gut? Bist eigentlich, ja, okay, ist nicht gerade ganz am Ende, aber es geht langsam am Ende zu. Wir haben aber noch... What? Okay, das sind Trainingsroboter.
Eben, aber wir haben noch nicht viel entdeckt, also hast nicht viel verpasst. Ich wollte eigentlich ja, die Waage nicht mitnehmen. Suchst du nach dem Boss? Ja, das ist wieder Das Lissy. ist Max. Okay, Lissy, danke. Bin. Also. Das ist wirklich so. Holy moly, Test 1. Mit welcher Formel? Macht das Kind noch wirklich Erdverkehr? Das klingt lustig. Stimmt doch gar nicht. Es könnte sein, dass sie uns ein Rezept gibt. Ich gehe mal weiter. Wir müssen ja mit dem Boss reden. Täusch dich nicht, in Nuka World, das kann dauern. Ja, voll, das habe ich bemerkt. Das habe ich bemerkt. Wir sind jetzt eben die ganze Zeit in Nuka World USA geblieben und wir haben nur das hier gemacht. Schon alleine die ganzen Gebäude, die es gibt, wo man reingehen kann. Und daneben die ganzen verschiedenen Clans, die dann auch wiederum eigene Gebiete haben. Dann der Marktplatz hier, auch ein eigenes Gebiet. Wir sind zwar noch zu Even gegangen, das hat aber aus dem Grund, weil ich schnell hier in der Gegend herumgelaufen bin. Aber sonst, in dieser Gegend sind wir jetzt so lange geblieben. Und schon der Bosskampf war auch so ein bisschen enttäuscht. Also ja, er war schon nice von dem ganzen Mechanikzeug. Aber er ist nicht so extrem stark gewesen. Wir haben übelstes Handicap gehabt mit zu viel Traglast, fast keine Rüstung mehr. Ja, mit der Wasserpistole noch dazu. Ja, zwar, das war ein Vorteil im Schluss. Schlussendlich. Okay, Max Black. Hey! Wir schulden dir wohl alle was, weil du Coulter erledigt hast. Er war ein Idiot. Hat uns alle schlecht dastehen lassen. Tja, ein Clown, der in seinem kleinen Auto festsaß. Schätze, es ist eine Genugtuung zu wissen, dass er endlich bekommen hat, was er verdiente. Was hast du dabei gespürt? Was ging dir durch den Kopf, als du diesen menschlichen Müllhaufen erledigt hast? Worüber habt ihr gesprochen? Langweilig. Spannung. Bedauern. Worüber habt ihr Worüber habt ihr gesprochen, als ich reinkam? Nun, über dich, Oberboss. Du bist eine unbekannte Größe. Wir wollen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wäre also toll, wenn du uns ein paar Fragen beantworten würdest. Ja. Was ging dir durch den Kopf, als du diesen Trottel erledigt hast? Langeweile. Genau wie bei diesem Gespräch. Hey, rede gefälligst nicht so mit Max. Ist schon gut, William. Was? Kyrie Wie hat das gesagt, nicht gefallen? Reach Gesetz besagt, dass du der neue Overboss bist. Dann hoffen wir mal, dass du besser bist als der Keine letzte. Ich bin Sarkasmus. Max. Das ist mein Bruder William. Ist mir ein Vergnügen. Wir sind die Chefs dieser Bande, zusammen mit Lizzie. Wir nennen uns die Unternehmer. Du wirst schon bald feststellen, dass wir die Einzigen sind, die du hier unterstützen solltest. Denn nur wir sehen, was das hier wirklich für ein Ort ist. Ein Tempel, der für das Einzige steht, was in dieser Welt zählt. Was war das? Geld verdienen? Limo? Zufriedenheit? Und was wäre das? Kronkorken. Dieser Ort wurde gebaut, um Trotteln Kronkorken aus der Tasche zu ziehen. Wir haben uns Gage und Coulter nur angeschlossen, um dieses Ziel zu erreichen. Allerdings mit etwas Ich lese anderen gleich Methoden, vor. als die Gründer es beabsichtigt hatten. Stattdessen ließ Coulter uns fast ein Jahr lang rumsitzen und hat das Leben auf seiner verdammten Bergspitze genossen. Wenn du hier jetzt das Sagen hast, wollen wir von dir eine Zusicherung, dass du den Ort zu seiner wahren Bestimmung führen wirst. Und dass wir endlich wieder Leute überfallen, um ihnen ihr beschissenes Geld abzunehmen. Der Weg zum Overboss ist lustiger als der Bossfight. Fand dieses Labyrinth ziemlich kreativ. Ja, und hat lange gedauert. Ich hätte nicht erwartet, dass es so lang gezogen ist. Aber ich muss sagen, das Labyrinth war wirklich ein bisschen spannender als der Bossfight selbst. Steigt einfach wieder Beim ein. Bossfight gab es halt einfach den Trick mit dem Wasser. Und ja, wegen dem geht eigentlich. Also, solange dass man das Gauss-Gewehr als zweite Waffe hat, ist der Bossfight einfach so easy going. Warum sollte ich euch unterstützen? Sarkastisch, ich tue, was mir gefällt. Ich bin auf Geld aus. Willst du da einfach... Und ihr könnt mir bestimmt Oh sagen, Mann. wieso ich ausgerechnet die Unternehmer unterstützen sollte, oder? Weil es bei uns diese ganze Scheiße nicht gibt. Meine Leute werden nicht von ihrer Blutgier oder Tierinstinkten geleitet. Wir sind die einzigen Vernünftigen hier und würden wertvolle Verbündete abgeben, solange du mit dem Ort hier wieder Kronkorken verdienen willst. Wir möchten also wissen, wie dein Plan aussieht.
Sein Blick ganz böse. Ich bin auf Geld mein aus. Ziel ist, mit diesem Ort so viel Geld wie möglich zu verdienen. Verdammt, wurde ja auch Zeit. Ich freue mich schon auf deine Umsätze. Okay, wait a minute. Warum gefällt Curie gar nichts, was wir hier machen? Wait a minute, kann ich irgendwie zurück? Ist alles, was wir vorhin aufgebaut haben, mach ich wieder kaputt. Hä? Wir werden jetzt nicht sagen, langweilig, vielleicht kann man gar nichts ändern, weil es um irgendein spezielles Thema geht, was ihr nicht gefällt. Lol, ich habe vor allem gerade hier gespeichert. Wie Luck. Unser neuer Boss. Du solltest mal mit Max sprechen. Damit er reinplatzen kann ins Gespräch. Hallo. Wir schulden dir wohl alle was, weil du Coulter erledigt hast. Er war ein Idiot. Hat uns alle schlecht dastehen lassen. Tja, ein Clown, der in seinem kleinen Auto festsaß. Schätze, es ist deine Genugtuung zu... Was hast du dabei... Worüber habt ihr... Ich klicke nochmal durch. Also... Ja. Was ging dir... Aha. Bedauern, schätze ich. Ich wollte ihn nicht töten. Das ging aber nur dir so. Ja, das stimmt. Mit so einer Einstellung kommst du in Nuka World nicht weit. Wie dem auch sei. Gages Gesetz besagt, dass du der neue Overboss bist. Dann hoffen wir mal, dass du besser bist als der Letzte. Ich bin Max. Das ist mein Bruder William. Ist mir ein Vergnügen. Wir sind die Chefs dieser Bande. Zusammen warum? Mit Liz, du wirst warum schon bald feststellen, kann dass Gage du die überhaupt so Zeug entscheiden? Unterstützen solltest. Denn nur wir sehen, was das hier wirklich für ein Ort ist. Ein Tempel, der für das Ein... Aha. Ja, ja, ist gut. Zufriedenheit? Zufriedenheit? Nö. Kronkorken. Dieser Ort wurde gebaut, um Trotteln Kronkorken aus der Tasche zu ziehen. Wir haben uns Gage und Coulter nur angeschlossen, um dieses Ziel zu erreichen. Allerdings mit etwas anderen Methoden, als die Gründer es beabsichtigt hatten. Stattdessen ließ Coulter uns fast ein Jahr lang rumsitzen und hat das Leben auf seiner verdammten Bergspitze genossen. Wenn du hier jetzt das Sagen hast, wollen wir von dir eine Zusicherung, dass du den Ort zu seiner wahren Bestimmung führen wirst. Und dass wir endlich wieder Leute überfallen, um ihnen ihr beschissenes Geld abzunehmen. Okay, warum sollte ich euch unterstützen? Ich tue, was mir gefällt. Ich bin auf Geld aus. Mein Ziel ist, mit diesem Ort so viel Geld wie möglich zu verdienen. Verdammt, wurde ja auch Zeit. Ich freue mich schon auf deine Umsetzung. Du bist im Parler immer willkommen. Jetzt ist egal, jetzt ist nur einmal. Und wenn du Lust hast, ein paar Jobs für uns zu erledigen, red einfach mit mir. Wir warten so lange so darauf, dumm, warum? Bis dieser Ort wieder für das genutzt wird. Also geldgierig ist Curie gar nicht ihr Thema. Und sollte auch so behandelt werden. Ey, nice Bugs, die du an den Tag legst. William? Max hat schon immer Potenzial in diesem Ort gesehen. Und sie führt uns gut. Okay. Abtreten! Wow! Man merkt's richtig, dass man mit den Raidern unterwegs ist. Haben mir gerade neues Waschmittel gekauft. Ich glaube, ich werde ein Hippie. So blumig, wie ich jetzt rieche. Ah, Gott. Blumenwiese auch gerade am Leib, am Spüren. Wer seinen Job gut macht, sollte auch gut leben. Und am Einatmen. Und keine Bande macht ihren Job besser als wir. Hey. Boss, hast du Interesse daran, eine Aufgabe für uns zu erledigen? Ja. Gibt es ein Problem? Ich höre zu, kein Interesse. Na klar, ich helfe. Gibt es ein Problem? Wir haben ein Problem mit den Jüngern. Eine unabhängige Partei, die für uns arbeitet, hat einen Job von ihnen angenommen. Das lasse ich nicht zu. Lass ihn dieses Elektrohalsband tragen. Du kannst dich ranschleichen und es anbringen. Oder ihn mit den Fäusten überzeugen. Was? Wer ist das Ziel? Erwarte eine Bezahlung. Klingt gut. Gegen wen geht es? Niemand von Bedeutung. Mach dir keine Gedanken. Da springt doch sicher was für mich raus. Wir sind keine Wohltäter. Gute Arbeit wird entlohnt. So mag ich das. Ausgezeichnet. Viel Glück. Ich würde sagen, wir werden als erstes alle Nähmissionen und alle Missionen so grundsätzlich mal einsammeln und dann gehen wir weiter. Wir dürfen den anderen Würde dann fangen wir erst an, das richtig so
den Rahmengriff zu nehmen. Aber wo ist das Arcade? Ich wollte eigentlich ein bisschen Tickets spielen. wenn man so die Spielsucht schon hat. Ich brauche es. Ich brauche Tickets. Aber es dauert wirklich lange, bis wir 100.000 Tickets haben. Holy moly. Hätte man nicht 10.000 machen können. Es müssten 100.000 sein. Also es gibt viele Tricks, wie man das Ganze austricksen kann. Wow, das ist jetzt auch wieder sehr gutes Deutsch gewesen. Es gibt halt mehrere Methoden, wo man schnell viel Tickets bekommt. Aber im Großen und Ganzen dauert es dann trotzdem lange. Weil 100.000 sind wirklich viele. Sehr viele. Ich glaube, Kyrie wirst du nicht glücklich machen, solange du dich in einem Raider-Addon befindest. Wird viel so Zeug passieren. Bis jetzt ist eigentlich alles gut gegangen. Also das war jetzt der erste Punkt, wo Kyrie, das mag also, ich nicht, also stand. Normalerweise abtasten, aber du, der ist immer noch. Kriegst eine Sonderbehandlung. Okay, dadurch sind wir schon gegangen. Ihr habt nicht zufällig was Außergewöhnliches gesehen, oder? Vielleicht etwas Verborgenes oder alte Kronkorken? Ich dachte, wir hätten dir gesagt, dass du auf dem Markt... Ah! Okay, wir haben es gefunden. Findest du es dort, wie alle anderen auch. Ich bin nicht hunderte von Kilometern gereist, um auf dem Markt zu shoppen. Ich schätze, wegen einer Kugel im Kopf bist du auch nicht hier. Wenn du weiterleben willst, solltest du da bleiben, wo du hingehörst. Ihr seid echt nette Typen, was? Nu, Coward. Ich habe immer geträumt, hierher zu kommen. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. Dieser Ort ist erstaunlich, oder? Warte. Ich glaube, sie ist ein Fangirl von Nuka Town. Wie das denn? Ey, also jetzt no joke. Radiosender nicht übersetzt. Ganz viele Rechtschreibfehler und jetzt noch Grammatikfehler. Wie? Okay, also... Kann es sein, dass Nuka World irgendwie das letzte DLC war? Wo sie einfach noch so schnell rausbringen wollten? Wie das denn? Nichts Besonderes, überhaupt nicht. Was ist denn hieran erstaunlich? Was? Schau dich um. Siehst du es denn nicht? Man kann sich richtig vorstellen, wie lächelnd. So komische Antwort auf das, was sie gefragt hat. Und einen Heidenspaß haben. Das war bestimmt magisch. Mein Name ist Sierra Petrovita. Ich bin aus dem Ödland der Hauptstadt hierher gekommen, um diesen Ort zu besuchen. Vielleicht hast du schon von meinem Nuka-Cola-Museum gehört? Natürlich lügen. Nie davon gehört. Ich mag Nuka-Cola nicht. Oh, übelst mies. Du hast ein Nuka-Cola-Museum? Ja. Jahrelang habe ich alle Nuka-Cola-Produkte gesammelt, die ich finden konnte. Sie sind alle in meinem Haus in Gördershade ausgestellt. Ich führe Besucher auch rum. Und ich kann dir versprechen, eine Sammlung wie meine findest du im Ödland der Hauptstadt, im Commonwealth oder sonst wo keine zweite. Ich würde ja gerne noch weiter plaudern, muss mich aber wieder auf die Suche machen. Wonach suchen? Ja, na klar, ich kann helfen. Wonach suchen? Wonach suchst du? Das möchte ich nicht sagen. Ist nichts Persönliches. Ich kenne dich nur nicht gut genug, um dir zu vertrauen. Kann ich was tun? Auch ein Nuka-Cola-Fan. Wie du meinst, du kannst mir vertrauen. Bist du sicher? Kann ich dich vielleicht irgendwie umstimmen? Vielleicht. Eine bestimmte Nuka-Cola-Geschmacksrichtung habe ich schon lange nicht mehr getrunken. Sie heißt Nuka-Cola-Quarz und leuchtet in der Flasche weiß. Nicht zu verfehlen. Wir Wenn haben du die. Dir eine Flasche bringst, erzähle ich dir gerne mein Geheimnis. Wo sollte ich suchen? Klingt schwierig. Nein, danke, Nuka-Cola-Quarz geht. Irgendeine Idee, wo ich danach suchen sollte? Wüsste ich das, dann hätte ich sie schon. Irgendwo hier muss es sie aber geben. Immerhin sind wir in Nuka-World. Da ist sie schon. Wo bekommst du? Wow, das ist toll. Vielen Dank. Ich schätze, ich bin der größte Nuka-Cola-Fan der Welt. Ich bin besessen davon, seit ich sie zum ersten Mal probiert habe. Ich sammle alle Produkte, die ich finden kann. So wie diese tolle Corki-Brille hier. Aber das ist keine gewöhnliche Sonnenbrille.
sondern Teil eines echt coolen Preisausschreibens, das kurz vor dem Krieg begann. Der Gewinner sollte den berühmten John Caleb Brad Burton höchstpersönlich treffen. Okay, wer ist er? Komm zum Punkt, den Namen kenne ich. Ich glaube, das ist der Erfinder. Wer war denn John Caleb Brad Burton? Tut mir leid. Ich vergesse immer, dass sich nicht jeder so für die Geschichte von Nuka-Cola interessiert wie ich. Er war ein Erfinder. Und das Beste, was er je erfunden hat, war, du weißt es bestimmt schon, Nuka-Cola. Um den Hauptpreis zu gewinnen, musste man im Park 10 Bilder von Corky finden, dem Nuka-Cola-Maskottchen. In jedem Bild ist ein Teil eines Codes oder so ähnlich versteckt. Und die Teile kann man nur mit der Brille sehen. Oh Mann, also, wir haben jetzt schon so viele Missionen alleine hier bekommen, wo man Zeugs zusammensuchen muss. Ich wette, dass sich irgendwo in seinem Büro die originale Nuka-Cola-Formel befindet. Diese Formel war eines der größten Mysterien der Softdrink-Welt und wäre das Kronjuwel meiner Sammlung. Wenn du mir hilfst, sie zu bekommen, bezahle ich dich auch dafür. Wie sieht meine Belohnung aus? Mach mir ein Angebot. Den Ärger nicht wert. Ich helfe dir. Was springt für mich raus? Dazu wollte ich gerade kommen. Brad Burton hat nicht nur Getränkeformeln entwickelt. Er war ein Genie, das alle möglichen fantastischen Dinge erfand. Mich interessiert nur, wie ich die Nuka-Cola-Formel in die Hände kriege. Andere Erfindungen kannst du gerne behalten. Was denkst du? Nice. Klar, warum nicht? Ja? Vielleicht erfahre ich dabei über den Park. Klingt einfach. Ja. Das werden wir jetzt in den nächsten Tagen. So viel wie möglich in der wir werden nur noch Nuka-Cola trinken. Ich gebe dir die Corky-Brille und diesen alten Flyer. Da sind Hinweise drauf, wo du die Corky-Bilder findest. Notier dir die Hinweise in den Bildern und bring sie zu mir, wenn du alle hast. Ich bin Expertin für alles rund um Nuka-Cola. Ich kann sie also bestimmt entschlüsseln. Viel Glück. Corky-Brille hinzugefügt? Hinweise zum versteckter Corky-Wettbewerb. Setz die Corky-Brille auf. Ah, die Bilder sieht man nur mit der Brille. Ey, was wir jetzt alles für Missionen schon eben bekommen haben. Jetzt gehen wir schnell zu H. So, Hinweise. Corky ist in der Nähe des Bodens zu sehen. Suche an dem Ort, an dem Grabsteine stehen. An den nächsten Corky zu finden, musst du mutig sein und dort suchen, wo Matt Mulligan wühlt nach Gold im Stein. Das sind noch so Reime, oh mein Gott. Okay, dann Nukatown, USA. Am Fistop Mountain irgendwo unten genießt Corky den Anblick des erfrischenden Brunnens. Ja, Fistop Mountain gehen wir eigentlich gerade hin. Ich glaube, wir können Dings nicht anziehen, Herr. Wir müssen rausgehen. Ah, doch! Okay. Findet die versteckten Corkys in... Ich lass echt nach. Ah, ja, easy... Oh mein Gott, es hat übelst viele. Oh mein Gott. Nicht easy going, aber, ist schon weniger eine Sucherei. Es ist mehr hingehen, aufsammeln und dann hat man's. Wo ist das Zeug hier? Triff dich mit deinem Team? Kann es sein, dass wir wegen diesen Missionen rausgehen müssen?
Wait a minute, hab ich... Hä, wie habe ich den Helm ausziehen können? Okay, wir können ja immer wieder an- und ausziehen. Weil der Helm des Mechanist war immer noch ausgerüstet. Jetzt habe ich das verdammte Nuka-Cola-Lied wieder im Kopf. Ah, wir wohnen dort in diesem Gebäude drin, okay. Du bist... Na klar haben wir Knarren, aber Messer sind interessanter. Es macht erst Spaß, wenn man ganz nah dran ist. Wir gehen mal einfach wirklich am Rand entlang. Jetzt ist alles Wasser. Okay, Unternehmer. Ich habe auch... Oder der Charakter hat immer den Hammer in den Händen. Hab gehört, du hättest Val ziemlich vertrimmt. Was war los? Ich hatte nichts mehr zu rauchen und sie wollte mir nichts geben. Scheiße, dann hat sie es echt verdient. Nisha hat ja eigentlich nur eine Wette gemacht. Ich erinnere mich. Danke für Ticket. Und hier kommt man dann wieder raus aus Nuka World oder Nuka Town USA. Okay. Haben wir hier schon mal den Ausgang gefunden? Es ist total langweilig, seit Nisha uns in Teams gesteckt hat. Ich okay. Hab's nicht so mit anderen. Cool Story. Pass auf dich auf, Boss. Wir haben dich im Auge. Okay, das ist wahrscheinlich unser Gebiet. So. Wertlos zu sein. Die müssen wir also nicht mitnehmen. Okay. Das ist immer am Anfang so, falls man in ein neues Gebiet reinkommt. Man ist so richtig ins kalte Wasser geworfen. Man weiß nicht, wo ist überall Raum, wo man hingehen kann. Okay, hier hat es noch ein Gebäude. Hier ist der Fahrstuhl, um nach oben zu kommen. Oder beziehungsweise der Fahrstuhl runter zu lassen. Aber man kann in den Mountain rein. Man kann irgendwie in so ein Nebengebäude rein. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Hier hat es keine Tür, wo man irgendwo reingehen kann. Jetzt noch Klos. Das absolute Praktische, was ich finde, ist, sie haben die ganzen Fallen, die sie wahrscheinlich gestern in den Parcours oder halt in die Feuerprüfung reingesteckt haben, haben sie hier nicht. Sonst eigentlich generell in Raider-Gebieten sind ja immer ein bisschen Fallen verteilt. Oh! Waren es zwei ineinander? Ja. Es gibt hier echt schlechte Jobs. Aber den Rudelunterschlupf zu putzen ist der schlimmste. Oh, dieser Geruch. Ja, ich kann es mir vorstellen, wegen dem Rudel. Dort die ganze Hundekämpfe. Ich muss mir wirklich angewöhnen, jeden Mülleimer durchsuchen. Was ist das? Fieberblüten. Okay. Und hier ist dann das Ende von diesem Teil. Ah nein, hier geht's noch ein bisschen weiter, aber das ist nur Platz. Okay. Jetzt gehen wir mal unten in diese Räume noch rein. Und ich würde sagen, wir machen einfach noch ganz am Schluss hier oben unser Büro. Okay, für Top Grill. Hey, falls das Spiel wieder abstürzt, weil es ist anscheinend, Nuka World ist ja nicht so stabil,
programmiert oder so, falls es wirklich nochmal passiert. Warum kann man jetzt hier noch in den Lift? Würde ich dann nicht wieder online kommen, falls wieder das Spiel abstürzt. Victory, oha. So wie gestern. Gestern war ja auch gegen Ende einfach noch Absturz. War nicht so nötig. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen hier zu unserem Teil hin. Wir gehen also erstmal in Dings. Zwar, es gibt aber kein Zeichen, wenn wir hier hingehen. Ich probiere mal. Hey! Was willst du? Kyrie hat's geschafft. Okay, es ist der richtige Ort. Yo! Gehört das uns? Jetzt hört man wieder das Englische. But I can count on you. Bewegt er sich? Ja. Can I? Sieh. Ah, okay, Terrasse. Ich glaube, das ist trotzdem nicht. Na, das ist nicht mein Gebiet. Ah, zwar. Es führt uns wieder in den Fahrstuhl. Okay, dann habe ich es vorhin falsch gedeutet. What the hell? Was war hier los? Wir sind ja schon in viele verschiedene verstörenden Szenerien reingekommen, aber das ist jetzt auch wieder ein bisschen. Okay. Ah doch, es ist von Colta. Händler erpressen, über Mason lustig machen, Powerrüstung überprüfen, Kronkorken zählen. Das war. Wenn du nicht Colta bist, dann bist du tot. Bester Titel. Es ist geschafft. Das Terminal ist jetzt in deinem Quartier installiert. Die Jungs schaffen noch die restlichen Möbel ran, die du haben wolltest. Wir sind gut vorangekommen. Mann, schneller als ich dachte. Wenn ich ehrlich bin, wenn alle Banden ihren Platz gefunden und alle ihre Wunden geleckt haben, müssen wir uns überlegen, wie wir die restlichen Parks übernehmen. Hey Boss, gestern hatte ich Besuch von zwei der Banden. Sie sind nicht zufrieden. Mann, fragen sich, warum wir seit 3 Wochen keine Anstalt machen, die übrigen Parks einzunehmen. Ich habe ihnen ein paar kleinere Aufgaben gegeben, um sie eine Weile zu beschäftigen, aber wir brauchen jetzt wirklich einen Plan. Ich habe dir eine Aufgabenliste auf dem Terminal angelegt, wie du es wolltest. Mir ist noch immer nicht klar, wozu du die eigentlich brauchst. Ist doch eigentlich alles total simpel. Wir müssen reden. Hör mal, wir müssen was machen. 3 Monate und nichts geht voran. Das macht keinen guten Eindruck. Für keinen von uns. Sie haben immer noch Angst vor dir. So wie es sein sollte. Darum kriegst du nichts zu hören. Aber ich sage dir, die Banden wollen, dass sich was bewegt. Du musst aufhören, Däumchen zu drehen und dich mit mir zusammensetzen, okay? Gelöscht? Der nächste Schritt. Das ist meine letzte Nachricht, gelöscht, oder? Ich bin froh, dass wir die Gelegenheit hatten, zu reden. Ich konnte die Banden ein wenig besänftigen und habe ihnen gesagt, dass du einen Plan hast. Jetzt musst du nur noch sicher gehen, dass du allen davon erzählst. Halte am besten eine große Versammlung ab, an der jeder teilnimmt, der nicht gerade Wache schiebt. Und dann zieh deine Show ab. Die Jungs wollen was geboten kriegen. Feuerprobe? Colta, Mann, was ist los? Ich kann dich nicht finden. Wo steckst du zum Teufel? Was ist das für eine Feuerprobe, an der die Jünger arbeiten? Mir ist egal, wie sie darauf abfahren. Das war nicht der Plan. Wir haben hier keine, Gott,
kein gottverdammtes halbes Jahr verschwendet, nur um jetzt so einen Scheiß abzuziehen. Die Lage wird ernst. Ich kann dir nicht länger den Rücken frei halten. Die Banden haben deine Feuerprobe langsam satt. Neue Geschäfte lassen auf sich warten und wir machen einen Scheiß, um unser Gebiet zu vergrößern. Die meisten Parks sind für die Jungs tabu, es sei denn, sie wollen ihr Leben riskieren. Aber keiner kann mit dir reden, weil du die ganze Zeit an deiner beschissenen Powerrüstung rumbastelst. Die Banden wollen dich sehen. Ich konnte sie zu einem Treffen überreden, dass ich aber sicher alleine abhalten muss, weil du dich mal wieder irgendwo anders rumtreibst. Alles gut? Hey Boss, ich habe mit den Banden geredet. Das wird schon. Nisha sagt, sie hätten die Feuerprobe nochmals verbessert. Klingt echt vielversprechend. Hoffentlich wird es eine gute Show. Viel Spaß, Boss. Da war schon beredet, dass er weggehen muss. Dann hat er an seinem Anzug gebaut. Und wegen dem ist er... Okay. Jetzt haben wir ein bisschen herausgefunden, was genau der Grund war. Also nicht extrem genau, weil ja auch was gelöscht worden ist. Wir haben jetzt jedenfalls schon mitbekommen, dass er lieber gebastelt hat, anstelle geführt. Oder halt die Raider unterstützt, die Banden. Vor Kriegsgeld. Okay. Everyone of this world. Wo war nochmal die Terrasse? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir auf die Terrasse gehen müssen. Wie ist er dann überhaupt zu dem geworden? Zum Overboss, wenn er eh nur an seinem Ausrüstung herumbasteln will. Dann war er einfach eine Marionette sozusagen. Oder trotzdem blutrünstig, so wie es die meisten jetzt gesagt haben. Hello. Hä? Sitz. Lol, unser Zeichen hat das bekommen. Okay. Auf Fist Top Mountain haben wir jetzt auch. Okay. Können wir das umbauen? Ja, schon wieder so ein Rüstungsständer. Aber endlich haben wir mal die wir verdient haben. Ja, eigentlich muss man ja gar keinen Rum mehr suchen. So wie es schon in dem Forum gestanden hat. Weil da stand unbedingt Rum suchen, weil Rum sehr selten ist. Und jetzt haben wir irgendwie schon 4 Flaschen. Also ich weiß ja nicht, irgendwie sieht es trotzdem nicht so selten aus, wie es eben stand. Wir werden alles einlagern, keine Angst. Bis jetzt habe ich zwar noch kein Dings Willkommen gesehen. Zu Hause, Boss. Das gehört jetzt alles dir. Hoffentlich magst du das Design. Coulter hatte einen schrägen Geschmack. Aber die Aussicht, Alles, was du hier siehst, steht unter deinem Kommando. Jetzt hast du das Sagen. Was soll ich an der Spitze? Da mal ran ans Werk. Will den Job nicht. Das hört sich gut an. Ich verstehe es immer noch nicht. Was soll ich denn an der Spitze? Vielleicht hast du bemerkt, dass Overboss Coulter ein Arschloch war. Und das ist noch nett ausgedrückt. Hat die ganze Sache hier vergiftet. Wer die Feuerprobe überlebt, hat das Zeug dazu. Oder zumindest das Potenzial. Wir haben schon lange jemanden gebraucht, der die Sachen erledigt, der uns voranbringt. Okay, das hört sich gut an. Das dachte ich mir. GG einfach. Ich will ehrlich mit dir sein. Der Laden braucht jemanden, der die Zügel in die Hand nimmt. Und das bin ganz sicher nicht ich. Ich bin niemand, der andere Leute führen kann. Und es gibt Leute, die gegen mich sind, weil ich Coulter so lange unterstützt habe. Ich sollte dem neuen Oberboss helfen, diese Scheiße unter Kontrolle zu bringen. Da kann ich meine Fähigkeiten ausspielen. Verstehst du? Talente? Du bist ein Feigling. Ich verstehe.
Was okay. hast du so für Fähigkeiten, Gage? Abgesehen von meinen Schießkünsten und einem losen Mundwerk? Ich bin fast schon mein ganzes Danke, Leben Kiri. Bei irgendwelchen Banden. Ich weiß, wie Raider denken, was sie wollen und wie man das zu seinem Vorteil nutzt. Glaub mir, ich hänge in der Sache genauso drin wie du. Die Scheiße muss klappen. Hä? Bei der Apfelanlage müssen wir jetzt auch noch Corkis finden? Warum ist das jetzt erst dazugekommen? Klar doch, Gage. Gut. What? Ich weiß, dass ich dir da einiges abverlange. Reden wir übers große Ganze. Nuka World. Ein verdammter Traum. Riesig. Gebaut wie eine Festung. Wer die kommandiert, dem gehört die Welt. Es ging ganz gut los. War viel Arbeit. Also die Umgebung, meinte. Unternehmer und das Rudel zur Zusammenarbeit zu bewegen. Aber wir haben es bis hierher geschafft. Vor einem Jahr kamen wir durchs Haupttor, sackten Nuka Town ein und zogen den Händlern die Daumenschrauben an. Und dann wurde Coulter faul. Ihm hat's gereicht, auf seinem Arsch zu sitzen. Den ganzen Park wollte er nie ernsthaft übernehmen. Die Banden wurden rastlos, haben sich gegenseitig ans Bein gepisst. Es war... ist unschön. Was für eine Scheiße. Zeitverschwendung. Coulter war schwach. Ich kann das regeln. Auf was für eine Scheiße lasse ich mich hier ein? Am Anfang war es nicht so schlimm. Aufgeheizte Gemüter, Streitereien, ab und zu eine Schießerei. Aber mit der Zeit wurde es schlimmer. Die Banden rissen sich so viel Territorium wie möglich unter den Nagel und versuchten sich gegenseitig fertig zu machen. Der kleinste Anlass genügt und sie gehen sich an die Gurgel. Wenn nicht jemand für Ruhe sorgt, kommen wir bald an einen Punkt, von dem es kein Zurück mehr gibt. Okay, ich kann das regeln. Das bekomme ich hin. Ja? Das hoffe ich wirklich. Also, ich habe schon von dir und deinem Institut gehört. Ihr macht da ja echt fragwürdiges Zeug. Aber das heißt wohl, dass du alles Nötige unternehmen wirst, um das zu kriegen, was du willst. Weißt du, ich kenne diese Banden. Arbeite seit Jahren mit ihnen oder gegen sie. Ich werde dir helfen, okay? Dich anleiten. Erstmal musst du die Banden auf deine Seite bringen. Ohne ihre Unterstützung kommst du nicht weit. Du musst ihnen nicht vertrauen. Teufel, du musst sie nicht mal mögen. Aber sie müssen dich genug respektieren, um dir zu folgen. Hast du einen Tipp? Brauch sie nicht. Sie werden mich fürchten. Mich mag jeder. Ich mach mal schnell Speicher. Hast du einen Tipp? Hast du einen Tipp, wie ich das machen soll? Ja, also. Die Jünger mögen Level up. Je blutiger, desto besser. Sag ihnen, dass sie reichlich davon kriegen. Den Unternehmern geht es hauptsächlich um Geld. Wenn du ihnen Kronkorken versprichst, hören sie dir zu. Das Rudel? Tja, keine Ahnung. Die folgen jedem, von dem sie denken, er sei der Stärkste. Ah, da musst du wohl Zähne zeigen. Sind es nur drei? Mich mag jeder. Ah, ich glaube, bei dem Mountain, da sind dann die Jünger, glaube ich. Keine Sorge, mich mag jeder. Tja, darauf würde ich mich nicht verlassen. Kyrie hat es gefallen, okay. Eigentlich bist du schon der neue Overboss, okay? Das ist schon die halbe Miete. Triff dich mit den Anführern, sprich mit ihnen. Lass etwas deine Muskeln spielen. Zeig ihnen, dass du es ernst meinst. Was dann? Ich muss darüber nachdenken. Den Ärger brauche ich nicht. Legen wir los. Was passiert, wenn sie auf meiner Seite stehen? Dann fangen wir an, den Rest von Nuka World zu übernehmen. Aber eins nach dem anderen. Bist du dabei? Legen wir los? Okay, dann machen wir das. Gut, genau das meine ich. Du musst ihnen nur zeigen, dass du der Richtige für den Job bist. Was ich so höre, hast du schon die ersten Schritte unternommen. Red einfach mit den anderen Anführern. Glätte die Wogen und die Sache läuft. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Trifft den Bandenboss der Jünger, trifft den... Oh mein Gott. Okay, es hat schon... Okay. Dann ist das wirklich noch das eine Gebiet,
wo ich jetzt noch nicht hingegangen bin. Ey, die Medaillons, die sind schon vier. Oh, okay, die Medaillons, die sind dann nicht gekennzeichnet. Ja, muss ich dann alles nachschauen, also im Internet oder so. Krass. Und das ist halt, die Mission haben wir bekommen von. Ja, Mackenzie Bridgman hat vorgeschlagen, dass ich die Raider Nuka World auslöschen soll. Ich werde darüber nachdenken. Vielleicht bleibt die Mission bis ganz am Ende. Wenn wir alles gemacht haben und die ist immer noch da, dann werden wir den Händlern, bevor wir gehen, noch die Freiheit schenken. Und dann modden wir das Spiel natürlich. Oh Mann. So. Ich würde sagen, wir machen natürlich hier wieder besser. Angriffe mit nicht automatischen Gewehren verursachen 80% mehr Schaden, ignorieren 25% des gegnerischen Rüstungswerts und haben eine leicht erhöhte Chance auf Verkrüppelung. So. Beim nächsten sind wir dann, machen wir das Doppelte von dem Schaden. Dann ist schon mal sehr gut. Ich glaube. Die zwei Sachen sind noch gut. Oder halt schwere Waffen. Also hier unten links. Das ist halt auch noch. Was hier nochmal? Aufmerksamkeit. Kenne die Schwachpunkte deiner Feinde, um sie zu besiegen. Du kannst die Schadensresistenzen eines Ziels im Watz ansehen. Haben wir auch noch nicht. Du kennst die Schwächen deiner Gegner und kannst effizienter angreifen. 5% Steigerung der Trefferchance und des bei Watz-Zielen verursachten Schadens. Krass. Strahlungsresistenz. Ich glaube, dass dein Körperteilschaden wird vollkommen aufgehoben. Das ist auch krass. Also da kann man nicht mehr Bein brechen oder sonstige Sachen. Energieresistenz. Ich sollte das auch mal machen, inspirierend. Da du mit gutem Beispiel vorangehst, verursacht dein Begleiter oder dein Hund mehr Schaden im Kampf. Außerdem können sie dich nicht verletzen. Das wäre natürlich übelst gut gewesen bei Bob. Weil Bob hat uns manchmal ein bisschen abgeschossen mit seinen Raketensalven. Dein Begleiter oder Hund widersteht Schaden besser und er leidet durch deine Eingriffe keinen Schaden mehr. Das ist natürlich auch gut. Und dann noch mehr Gegenstände sammeln, ja. Okay. Das ist natürlich auch gut. Und das ist strange, dass man kannibalisch so Zeug machen kann. Aber was? Im Watz verursacht jeder Angriff auf dasselbe Körperteil jetzt plus 20% mehr Schaden. Außerdem erhöht sich deine Präzision um 20. Das ist auch noch gut. Krass. Okay, Leute. Ich glaube, dann lassen wir es anfangs mal für heute so stehen. Wow, das war übelst der Bug wieder. Dann würde ich sagen, wir machen morgen weiter. Dann machen wir morgen noch den anderen Rudel. Fuck. Blute jetzt noch schnell hier alles. Ja, ey. Jetzt kann ich hier nicht mal das Klebeband nehmen, oder wie? So. Lost. Okay. Was ist ein Expertezeug? So. Das wär's. Wow. Blaue Bücher. Ich darf einfach die blauen Bücher nicht vergessen. Absolut wichtig hier in diesem DLC. Okay. Overboss-Truhe. Das ist wahrscheinlich dann unsere Truhe.
So. Und das ist auch unser Bett. Ja, zwei Zahnbürsten. Wow. Kann man wirklich nichts umbauen? Schade, das hätte ich jetzt übelst gefeiert. Brauchst du was, Boss? Eine Kamera. Jetzt noch paar Sachen. Nuka Cherry, Nuka Cola. Okay, normales Gewoll. Ich hoffe, es gibt überhaupt Siedlungen. Dass man überhaupt irgendwelche Versorgungsrouten machen kann. Triff dich mit dem Team. So. Ja, Leute. Beenden wir gerade mit diesem Blick nach draußen. Warte, ich gehe aber trotzdem schnell schlafen, dass es einen Speicherpunkt gibt. So. Gut. Yo, hier hat es einfach noch einen Fusionskern drin. Nice. Ja, Leute. Dann bedanke ich mich vielmals für alle, die bis jetzt da gewesen sind. Für euren Support natürlich. Ich wünsche allen noch einen schönen restlichen Tag, Abend, Morgen. Je nachdem, wenn ihr das wieder auf YouTube anschaut. Ich wäre auch jeden Tag frühestens um 2 Uhr nachmittags hier live auf Twitch. Wie immer. Aber falls ich irgendwie Verspätung habe oder der Stream ganz ausfallen würde, würde ich euch das wissen lassen auf Instagram. Also mein Instagram-Account hätte ich auch überall verlinkt. Also unten in der Videobeschreibung oder halt auf Twitch im Infobereich. Also sollte alles auffindbar sein. Gut. Leute, es war übelst interessant. Bisschen nervig mit den Abstürzen vom Spielstand. Also nicht nur heute, auch gestern. Aber Ersteindruck gefällt mir wirklich sehr. Es zieht sich einfach übelst. Ich weiß nicht, ob das nur der Anfang ist, weil wir halt jetzt gerade so noch nichts kennen. Und halt als erstes alle Leute kennenlernen mussten und halt auch einen Überblick verschaffen. Aber für den Ersteindruck muss ich sagen, gefällt's mir. Ist nicht so nass, nebelig wie Far Harbor, das ist schon ein sehr großer Pluspunkt. Aber ey, ich bin mal gespannt, was morgen alles noch so auf uns zukommt hier. Ob wir wirklich noch ins Commonwealth zurückgehen müssen. So wie es aussieht, wahrscheinlich schon. Gut, Leute, hab mich gefreut. Man sieht sich morgen. Bis zum nächsten Mal hier wieder auf dem Dreamers Channel. Peace out. Man sieht sich morgen. Bye bye. So. Und natürlich am Schluss darf nicht fehlen. Leute, macht's gut. Bye Nico. Danke fürs dabei sein. Bye bye. Man sieht sich morgen oder so. Leute, tschüssi.